Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt! Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass Sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Tja, warum wir hergekommen sind, ist eine gute Frage. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Unser Silberschwert ist nach dem Kampf hier natürlich fast im Eimer. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Interessant. Muss mal ganz kurz gucken. Ich
kriegen wir nämlich Einträge durch. Hauptsache erstmal. Wir haben natürlich neue Bestariums-Einträge gekriegt. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Ja, wahrscheinlich. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, geh darauf zu und drücke in der Nähe A, um die Illusion aufzulösen. Hammer geil. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Wieder mal zwei Wege. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glam! Hier finden wir bestimmt etwas. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Tut's das nicht immer? Gucken wir uns das also mal an. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Kannst du mir nochmal die Inschrift sagen? Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Brennt wie Zunder. Erzähl mal nochmal, bitte. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Das war er. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage.
Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten. Doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin. Warte, gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Eins, zwei, drei, vier. Es hat funktioniert. Ich bin auch nicht dumm. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich irgendein Spiel spiele, wo Rätsel auf mich warten, wa? Wart mal kurz. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Ja, düst den ganzen Weg rein. Lass mich mal kurz trinken. Oh Gott. Dann war es nicht so schwer. Wir sind fast Stufe 10. Da ist eine Truhe. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginnan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Beinahe. Ich bin noch nicht fertig. Irgendwas ist hier noch. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh ja. Oh nein. Oh Gott, bitte nicht nochmal so ein Kackvieh, ey. Ist ja schon beim letzten Mal ein ziemlich nerviger Zeitgenosse gewesen. Na gut, jetzt gehen wir in die letzte Punkteschaft da rein. Scheiße. Ich muss das Schwert wechseln, mir bleibt keine andere Wahl mehr. Mich trotzdem erwischt, die Sau. Ne. Die Hexerklinge kannst du knicken. Danke, dass du mir wenigstens hilfst. Oh, er ist ein richtiges Problem, kennt der Typ, Erstmal damit. Komm her. Gott, jetzt bin ich fast im Arsch. Kannst du auf jeden Fall knicken. Einzige Chance, die ich gegen ihn hab, ist Ken.
das. Auch plus 2 Angriffskraft. Jetzt hat das Teil... Ja, ein bisschen mehr Angriffskraft. Wir haben jetzt durch Blut, Durchbohrung, Zerschmettern, Bluten, Aufschlitzresistenz. Ein ziemlich gutes Gerät, meiner Meinung nach. Oh ja, bitte. Sorgt dafür, dass meine Klinge nicht... Guckt euch meine beiden Schwerter an. Hammer, geil, ne? Nochmal zum Vergleich. Schön, dass es hier direkt weitergeht. Nun? Ja, wir gehen hier weiter. Hier scheint nämlich noch zu sein. Auch wenn es nur ein kleiner Runenstein ist, aber hier ist noch was. Also gefunden haben wir auf jeden Fall richtig viel. Oh, das wäre natürlich richtig geil gewesen. Und nochmal Scheuklappen. Na, das war's. Jetzt sind wir hier fertig. Lass uns gehen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ich hab den doch schon längst benutzt, du Wurst, aber gern nochmal. Fast Level 10. Jetzt haben wir auch langsam unsere 3-Stunden-Marke geknackt. Hammergeil. Gehen wir? Ich bin so weit weg von der. Die Illusion kann man schon sehen. Eine Illusion. Wir sind wieder draußen. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen. Und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Hera. Viel haben wir geschafft. Viel haben wir geschafft. Inzwischen haben wir wirklich viel zu tun gehabt. Das Banditenlager haben wir nicht gepackt. Da waren Monsternester. Richtig, richtig viel gepackt. Die versteckten Schätze, ihr seht. Die waren da drunter. Die haben wir geschafft. Jetzt. Wir werden noch dorthin gehen. In dem Fall eher segeln.
Und ja, komm, wir werden hier nochmal meditieren. A für volle AP. Ach. Leckt mich am Arsch. So muss das sein, wenn ich mich daran erinnere, wie das mit dem Segeln mal aussah im Spiel, ist das immer noch hübsch anzuschauen. Wir werden einfach über die Wasserstraße kommen. Das ist schon echt übel. Du kannst schnell reisen, während du dich nur auf einem Boot befindest. Jedoch nur an Orte, die auf dem Wasserweg erreichbar sind. Um im Boot schnell zu reisen, öffnest du die Weltkarte, während du dich auf dem Ruder, dich am Ruder befindest. Du kannst dann jedenfalls schnell reisen mit einem Hafen markiert ist. Gucken wir mal nach. Na gut. Viel Ahnung habe ich nicht. Wir werden gleich schon an Land gehen müssen. Nicht mehr viele Schritte, dann sind wir schon da. Oh, sehr schön. Eine bewachte Erscheinung. Da bist du hässlich. Komm her. Komm her. Sonst wird das wehtun, was ich tue. Würdest du mal bitte dein Schwert ziehen, Geralt, du Wurst? Keine Ahnung, aber das Schwert hatte irgendwie nicht Lust, gut zu funktionieren gerade. Ah, viel haben wir jetzt nicht mehr zu tun. Wir sind übrigens voll. Wir haben hier nichts mehr, was wir tun könnten. Dementsprechend werde ich mich aufs Boot schmeißen und eine Schnellreise suchen. Und dann werden wir schon sehen. Wir haben neue Schuhe. Wir haben eine neue Hose. Wir nutzen momentan das Schwert hier. Statt meinem vorigen Schwert. Jetzt mal uns auch an Steuer. Hat total gut geklappt. So, und jetzt Weltkarte aufrufen und dann werden wir uns hier weg teleportieren, ja, und dann eine Schnellreise zum Hafen hier oben machen. Oh Gott.
Hauptsache, da ist so ein Item, ein WTF. Oh ja, plötzlich bolzt für mich gerade eine Runde rum. Da gehen wir hin, da ist auch ein Händler. Plötze. Oh. Gucken direkt mal bei Quests. Einladung von Kyra Metz. Kyra. Ja. Heutzutage ist es sogar gefährlich, ein Fischer zu sein. Langsam, langsam. Das könnte schon sein, dass es gefährlich ist, ein Fischer zu sein. Was? Zeig. Ich würde gerne deine Waren sehen, ja, allerdings. Krieg hier für die Sachen teilweise gar keine Knete, aber ich brauche das. Ich muss ein bisschen was ablegen. Mit gar nicht mehr genug Geld, die Sau. Interessant, was er alles hat. Manches ist noch gar nicht für uns benutzbar. Schon sehr interessant. Aber ja, danke. Bis dann. Ich wollte mich nur ein bisschen entleeren, könnte man jetzt nett sagen. Nee, ich denke mal. Ja, ich denke schon, dass ich mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden werde. Das war Witcher 3 Wild Hunt. Mit mir, dem Nefkara, und wir sehen uns morgen wieder. Haut's rein, Leute. Tschüssi.